Hallo und herzlich willkommen. Ja, Sie sind Pflegefachkraft und leben derzeit im Ausland und haben ein hohes Interesse, in Deutschland zu arbeiten und wissen gar nicht, wie es vonstatten geht. Wir werden es Ihnen erklären. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Ja, falls Ihnen das gefällt, was ich hier so gestalte und Sie mich gerne unterstützen möchten, würde ich mich selbstverständlich darüber freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, einen Daumen hoch gestalten oder einen Kommentar hinterlassen. Dann werde ich natürlich schnellstmöglich darauf antworten. Aber nun zum Thema. Ja, wie Sie sehen können, habe ich eine Kollegin heute mitgebracht, eine Expertin. Da ich in einem Bereich ja nicht Experte bin, muss ich mich intermittierend auch mal darum kümmern, Unterstützung zu holen. Ja, das ist meine Kollegin aus dem Fachbereich. Sie wird sich einmal selber vorstellen. Ja, und dann geht es auch schon zum Thema. Hallo, ich bin Susanne Franke, bin Fachlehrerin im Gesundheitswesen und kümmere mich hier im IWK vor allem um die Qualifizierung ausländischer Pflegekräfte, damit sie die Kenntnisprüfung und damit die Berufserlaubnis in Deutschland bekommen. Das klingt ganz spannend und wir haben ja auch ganz viele aus dem Ausland, die sich dafür interessieren, hier in Deutschland anerkannt zu werden und auch arbeiten zu können. Jetzt stelle ich mir ganz praktisch vor, wie läuft denn das? Ich stelle mir jetzt vor, ich sitze jetzt im Ausland, habe ein hohes Interesse daran, in Deutschland arbeiten zu wollen, habe dort auch was studiert. Kann ich so loslegen? In Deutschland meinst du? Ja. Nein, so einfach ist das nicht. Der Weg ist schon ein bisschen länger. Als erstes ist es wichtig oder auch von Bedeutung, einen Arbeitsplatz zu haben. Das heißt, man muss versuchen, in Deutschland einen Arbeitgeber zu finden, unterschiedliche Einrichtungen. Es kann ein Krankenhaus sein, es kann ein ambulanter Pflegedienst sein, es kann ein Altenheim sein. Dort kann man sich bewerben. Häufig gehen die Bewerbungsgespräche über Teams oder Zoom, sodass das tatsächlich auch möglich ist. Und dann kommen aber noch mehrere weitere Schritte, die man gehen muss. Und zwar ist es so, dass um in Deutschland als Fachkraft arbeiten zu können, ist eine Überprüfung nötig. Alle Unterlagen von Ihrer Ausbildung, von Ihrem Studium müssen übersetzt werden von einem amtlichen Übersetzer und dann zur Schulbehörde, je nach Bundesland, in das Sie wollen, geschickt werden. Dort wird überprüft, ob es eine Gleichwertigkeit gibt. Die zählen tatsächlich alle Stunden ihrer Ausbildung und vergleichen sie mit den Stunden der Ausbildung hier in Deutschland. Und dann wird geguckt, gibt es Defizite oder nicht. In der Regel gibt es Defizite. Und dann haben sie die Möglichkeit, nachdem geprüft worden ist, wie viele Defizite es gibt, unterschiedliche Wege zu gehen, um die Qualifizierung zu erreichen. Sie müssen entweder einen Anpassungslehrgang machen oder eine Kenntnisprüfung. Das geht ja jetzt aber ganz schön flott. Also machen wir mal Step by Step. Ja. Also ich bin ja jetzt im Ausland. Such mir mal ein schönes Land aus. Was nehme ich denn mal? Marokko, Arabische Emirate, Syrien und will jetzt nach Deutschland. Und dann muss ich mir erstmal einen Arbeitgeber suchen, der mich quasi aufnimmt. Und das kann ein Altenheim sein, ein Krankenhaus sein. Das heißt, ich müsste mich direkt dorthin bewerben. Gibt es vielleicht auch Menschen, die mich dahingehend unterstützen können und für mich schon einen Arbeitgeber suchen? Ja, es gibt die Möglichkeit, eine Rekrutierungsfirma, Agentur zu suchen. Die gibt es wirklich flächendeckend, okay, weltweit. Da sollte man wirklich aufpassen, dass man eine von den Guten erwischt, die sind qualifiziert, nein, die sind zertifiziert, mhm, die sind auch qualifiziert, bieten häufig auch schon Sprachkurse im Land selber an. Oh, das ist ja super. Das heißt, ich lerne bei mir in meinem Heimatland schon auch ein bisschen Sprache. Ja. Toll. Weil Sie brauchen für das Visum, um überhaupt ein Visum zu bekommen, brauchen Sie ein B1-Zertifikat, Sprachniveau. Sonst naja, wünschen tun wir ja an den Schulen immer gerne B2, damit die Wünsche und Bedürfnisse vom Patienten auch bekannt sind und auch entsprechend man handeln kann, aber ausreichend vom Gesetzgeber ist B1. Genau. Ja, okay.
Also man sollte die deutsche Sprache schon auch ein Stück weit beherrschen, um in Kommunikation mit dem Patienten treten zu können. Dann habe ich so eine Rekrutierungsfirma und die kümmert sich denn, um was kümmert die sich direkt? Die kümmert sich darum, dass die ihre Unterlagen übersetzt werden, okay, weil es ein amtlich geprüfter, staatlich geprüfter Übersetzer sein muss, sonst wird das nicht anerkannt. Mhm. Die kümmert sich um den Arbeitsvertrag, den sie mit einem bestimmten Arbeitgeber machen können. Häufig haben diese Rekrutierungsfirmen schon Kooperationsverträge mit bestimmten Arbeitgebern. Mhm. Deswegen sollte man auch gucken, mit wem man das macht, damit man auch ins richtige Bundesland kommt. Okay, das heißt also, ich kann den Weg gehen über eine Rekrutierungsfirma, die mich unterstützt mit meinen Unterlagen in Übersetzung, die mich dann auch Firmen anbietet. Ich kann aber auch selbstständig mich an Firmen wenden und ein Bewerbungsgespräch führen und darauf hoffen, dass die mich dann auch einstellen. Genau, häufig, so sehe ich das, wenn Menschen nicht über Rekrutierungsfirmen kommen, kommen die über Angehörige. Ah, ja. Die haben dann schon Freunde, Bekannte, Verwandte in Deutschland, die dann so den Erstkontakt auch herstellen mit irgendeiner Einrichtung, um dann das Interesse zu wecken. Dann werden die ersten Bewerbungsunterlagen auf den Weg geschickt und dann irgendwann, wenn es gut läuft, auch ein Bewerbungsgespräch über Teams. Okay, dann kriege ich ein Visum für Deutschland, darf denn hierher kommen? Ah nein, so einfach geht das dann doch nicht. Was? Ich will doch aber arbeiten. Ja, aber du brauchst einen Arbeitsvertrag. Okay. Und du brauchst eine Bescheinigung, dass du eine Kenntnisprüfung oder einen Anpassungslehrgang machen kannst. Okay, was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen Anpassungslehrgang und Kenntnisprüfung, der Anpassungslehrgang ist so gestaltet, dass die in diesem Bescheid, Defizitbescheid von der Schulbehörde ist genau aufgeschlüsselt, wie viele Stunden, ich sag mal zum Beispiel, Gynäkologie noch fehlen, weil in Deutschland mehr Gynäkologie unterrichtet worden ist, oder Mikrobiologie. Und dann kann man, muss man diese Stunden nachholen. Es gibt beim Anpassungslehrgang keine Prüfung, keine praktische Prüfung, aber nach jedem Block, wenn man eins der defizitären Stunden jetzt aufgefüllt hat, gibt es ein Fachgespräch. Der Nachteil beim Anpassungslehrgang ist, dass der teilweise sehr lange dauern kann. Okay. Der kann also bis zu 2 Jahren dauern. In der Zeit muss man hier in Deutschland arbeiten und ist dann als Fachhelfer, Fachhelferin in eine Einrichtung eingestellt. Mhm. Und bei der Kenntnisprüfung ist es so, dass ein Vorbereitungskurs angeboten wird. In diesem Defizitbescheid steht, dass man den Vorbereitungskurs machen kann, aber nicht muss. Es ist nur ganz, ganz schwierig, eine Schule zu finden, die die Prüfung abnimmt, ohne selber vorbereitet zu haben. Und ich glaube auch nicht, dass man es schaffen kann, weil das deutsche Krankenpflegegesetz einfach sehr viel anders ist als im Ausland. Ja, und die Gefahr ist ja auch sehr stark gegeben, dass ich dann auch durchfalle durch so eine gewisse Prüfungssituation. Und da brauche ich schon auch eine gewisse Unterstützung. Und dann komme ich dann in die Schule, nehmen wir mal an, komm zu dir. Ja. Wie sieht das denn aus? Wie viele sitzen da so? Bin ich da alleine oder? Nee, wir machen das hier in Präsenz und das sind ungefähr immer 20 Menschen. Wir haben jetzt einen Kurs, 20 Menschen, 12 Nationen. Mhm. Das macht den Kurs sehr bunt, hat den Vorteil, dass tatsächlich in der Schule nur Deutsch geredet werden kann, weil das die einzige Sprache ist, die alle sprechen. Und dann ist es bei uns so, dass immer Theorie- und Praxismodule im Wechsel sind. Das heißt, man ist eine Woche in der Schule, hat theoretischen Unterricht, der sehr darauf abzielt, die mündliche Prüfung zu bestehen. Mhm. Und 2 Wochen ist man in der Praxis. Und während der Theoriephase bekommt man einen Arbeitsauftrag für die Praxis mit, damit auch die Praxisanleitung auf Station, wo Sie jetzt gerade arbeiten, ob im Krankenhaus, in der Pflegeeinrichtung, wissen, was Sie für die Prüfung lernen müssen.
Also das heißt, ich werde sehr gut vorbereitet. Das heißt, ich kriege in der Schule, werde ich darauf trainiert und geschult, meine Prüfung mündlich, wenn ich es richtig verstanden habe, zu bestehen. Und in der praktischen Zeit, Praktikum, kriege ich einen Arbeitsauftrag mit und kann dann mit der Praxisanleitung gemeinsam daran arbeiten, auch dort eine praktische Prüfung absolvieren zu können. Richtig. Ja, das klingt doch gut. Wie lange dauert das insgesamt so in der Regel? Hier bei uns dauert es 4 Monate. Ziemlich ganz genau. Aber bevor man hier in die Schule einsteigen kann, müssten Sie auf jeden Fall 8 Wochen in Deutschland in der Pflege gearbeitet haben, um den Kulturschock zu überwinden. Kulturschock? Die Pflege in Deutschland ist sehr viel anders als das, was Sie in Ihrem Herkunftsland kennen. Wir sind sehr beziehungsorientiert in der Pflege, machen sehr viel Körperpflege, nicht so viele, ich nenne sie immer ärztliche Hilfstätigkeiten, wie Blutabnehmen, Infusionen, Medikamente, auch das kommt vor, aber sehr viel Beziehungsarbeit. Mhm. Schon ein großer Unterschied. Ja, grundpflegerische Versorgung, Körperpflege, Kommunikation, Beziehung, Bindung, Nähe. Das ist, wenn man ja nur rein ärztliche Tätigkeiten umsetzt. Ich gehe mal eben durch und gebe mal eine Spritze, noch mal was anderes. Ne? Genau. Und das ist auch die größte Umstellung am Anfang, weil in den meisten Ländern macht die Grundpflege, machen Angehörige. Mhm. Das heißt, es ist dann eher eine niedere Tätigkeit. Okay. Und dann kommen die ausländischen Menschen hierher und das Erste, was sie müssen, ist waschen, waschen. Ja, schon komisch. Da komme ich hier nach Deutschland, muss einen Anpassungslehrgang machen, habe lange studiert, um dann waschen zu lernen, wo ich alles andere schon kann. Ja, aber unser Pflegeverständnis in Deutschland ist ein anderes. Weil es sehr viel mit Beziehung, Krankenbeobachtung und auch eigenen Tätigkeiten, die wir als Pflegende alleine und allein verantwortlich machen dürfen, zu tun haben. Wir versuchen auch, gerade in der Langzeitpflege, die Menschen prospektiv im Blick zu haben, zu gucken, wie können wir Fähigkeiten nochmal wieder verbessern. Und das wird auch richtig geplant. Also Ressourcen fördern, aktivierende Pflege, Unterstützung zur Selbstständigkeit. Gut, also wir haben gesagt, der Anpassungslehrgang, wie lange ging er hier so? Auf 4 Monate. 4 Monate. Krankenstab. Das ist nicht der Anpassungslehrgang, sondern hier bereiten wir auch die Kenntnisprüfung vor. War ein Unterschied, haben wir eben gerade gehabt. Da war Anpassungslehrgang, da wird nur ein Fachgespräch geführt, die Stunden werden aufgefüllt, die man Defizit hat. Genau. Kenntnisprüfung wird man theoretisch und praktisch darauf vorbereitet. 4 Monate, ich habe Schule und ich habe Praxisphasen und in beiden muss ich eine Prüfung ablegen. Einmal in der Theorie mündlich, da kommen wir jetzt zu, was die Prüfung ist. Und praktisch muss ich eine praktische Prüfung ablegen. Wie lange dauert die Prüfung so zeitlich? Die praktische Prüfung findet immer an 2 Tagen statt. An dem einen Tag schreibt man eine sogenannte Pflegeplanung. Was das ist, machen wir hier in der Schule sehr, sehr intensiv. Und am nächsten Tag findet eine praktische Prüfung statt mit unterschiedlichen Pflegesituationen. Und deswegen ist es schwierig, pauschal zu sagen, weil durch diesen Defizitbescheid, von dem wir eben gesprochen haben, da wird uns gesagt, in wie viel Situationen geprüft werden müssen. Entweder meistens sind es 3 oder 4. Ich würde gerne noch eines zu dem Defizitbescheid sagen. Aber gerne, hier. Und zwar ist es so, dass die Bearbeitung des Defizitbescheides, das heißt, sie haben ihre Unterlagen übersetzen lassen und schicken alles zur Schulbehörde. Die Schulbehörde fängt an zu zählen. Das dauert teilweise, die Bearbeitung, ein halbes Jahr, 8 Monate. Das ist wirklich, kann wirklich sehr zäh sein. Sie haben aber die Möglichkeit, eine sogenannte Verzichtserklärung zu unterschreiben. Dann zählen die gar nicht erst. Aber dann haben sie auch nicht die Möglichkeit, sofort anerkannt zu werden. In ganz, 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 ganz seltenen Fällen ist es so, dass sie eine direkte Anerkennung bekommen. Mhm. Ich kenne aus Drittstaaten keine einzige Möglichkeit, sodass sie immer auf jeden Fall eine Prüfung machen müssen. Und wenn sie die Verzichtserklärung unterschreiben, haben sie auf jeden Fall
Vier Pflegesituationen macht die Prüfung, ich sage jetzt mal, eine halbe Stunde länger. Die Bearbeitung aber um Monate verkürzt. Das heißt, wenn Sie einreichen mit einer Verzichtserklärung, ist der Bescheid nach spätestens 2 Monaten da. Ah ja. Naja, Deutschland ist ja auch ein Bürokratieland und ein Scheineland und da dauert alles ein bisschen länger. Wir sind sehr ordnungsliebend, immer auch sehr pünktlich und genau. Ja, ne? Das mit dem pünktlich ist immer... Also du würdest so eine Verzichtserklärung empfehlen, ja. Wenn man sagt, man möchte auch zügig, 2 Monate finde ich jetzt nicht zügig, aber gut, starten wollen, dann heißt es, dass ich da zügiger auch in die Situation komme, dass ich dann auch starten kann. Gut, die praktische Prüfung haben wir gesagt, das sind Pflegesituationen, die einzeln abgeprüft werden. Wir haben eine schriftliche Vorbereitungszeit und wir haben eine praktische Prüfung. Ist die ähnlich wie in der generalistischen Pflegeprüfung? Ja, sehr. Zu dieser Prüfung, praktische Prüfung in der generalistischen Pflegeausbildung, habe ich schon ein Video gemacht. Verlinke ich mal hier oben, könnt ihr euch im Verlauf angucken. Wie ist das mit der mündlichen Prüfung? Wie lange dauert die? Die ist auch ähnlich wie in der 30 bis 45 Minuten? Nee, eben nicht. Okay. Deswegen nur ähnlich, sondern sie ist 45 bis 60 Minuten. 60 Minuten? Naja, um den Menschen mit sprachlichen Schwierigkeiten auch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen länger nachzudenken. Das macht schon Sinn. Hm. Okay. Und auch die ist von den Kompetenzbereichen her wie in der Pflege. Genau. Okay, das heißt also zur mündlichen Pflegeprüfung in der Generalistik habe ich auch ein Video zugemacht. Das verlinke ich hier oben, könnt ihr euch gerne anschauen, ist bestimmt spannend. Wir reden in der Pflegeausbildung immer von sogenannten Kompetenzbereiche. Bei OTA, ATA ist es Kompetenzschwerpunkte, in der generalistischen Pflege sind es Kompetenzbereiche. Und es werden immer einzelne Kompetenzbereiche in den Prüfungen letztendlich abgeprüft. Und da in der Kenntnisprüfung ähnliche Kompetenzbereiche oder die gleichen Kompetenzbereiche abgeprüft werden, sind es immer so die Tipps, die ich jetzt hier gebe, das berufliche Selbstverständnis, dann auch Belastungssituationen im beruflichen Alltag, dann geht es auch um das Gesundheitswesen in Deutschland, dann haben wir aber auch ärztliche Delegationen und ein bisschen Krankheitslehre, die eben halt auch mit abgeprüft wird. Und eine Frage noch, seid ihr auch fallorientiert? Ja. Das heißt, es gibt auch eine komplexe Fallsituation, die entsprechend bearbeitet wird mit Fragestellung. Genau. Gibt es auch eine Vorbereitungszeit? Ja, auch eine halbe Stunde. Okay. Dazu möchte ich noch eine Besonderheit für Niedersachsen sagen, wo wir ja herkommen. Ja. Normalerweise bekommen Sie als ausländische Fachkraft Ihre Berufserlaubnis nur, wenn Sie eine B2-Prüfung bestanden haben. Das ist in Niedersachsen anders. Niedersachsen sagt, wer die mündliche Prüfung besteht, muss B2-Niveau haben. Das heißt, die B2-Prüfung selber fällt weg. Sie bekommen Ihre Berufserlaubnis auch so, ohne den Stempel für den B2. Okay. Macht eine Prüfung weniger, die vielleicht auch ein bisschen Stress weniger macht. Heißen die Anerkennungsteilnehmer? Oder wie werden sie hier bei uns bezeichnet? Ich wollte jetzt Auszubildende sagen, aber ist ja auch falsch. Sind's ja nicht. Was sind das denn? Fachkräfte in Anerkennung. Fachkräfte in Anerkennung. Haben ja bestimmt auch Angst, wie Auszubildende, die ihre generalistische Pflegeausbildung machen, was die Durchfallsituation betrifft. Kann man wiederholen oder muss man dann wieder nach Hause? Man kann wiederholen. Und zwar einmal. Und dadurch, dass in der praktischen Prüfung gibt es ja einzelne Pflegesituationen und jede Pflegesituation wird für sich bewertet. Mhm. Und Inhalt der Pflegesituation ist zum Beispiel Unterstützung bei der Körperpflege, auch mit Sicherheit sowas wie ein Verbandwechsel oder Infusionslösungen herstellen, eine Beratungssituation. Und die wird einzeln bewertet von 2 Fachprüferinnen. Und wenn man durch eine durchgefallen ist, muss man auch nur eine wiederholen. Das heißt, die Prüfung reduziert sich massiv. Auf diese Pflegesituation. Genau. Aber in der mündlichen muss alles wiederholt werden. In der mündlichen muss alles wiederholt werden. Aber das hoffen wir ja inständig, dass Ihnen das nicht passieren wird in diesem Lehrgang,
Denn Sie haben ja hervorragende Unterstützung, wenn Sie denn das auch in Präsenz umsetzen, was meine Kollegin ja auch dringend empfohlen hat, sich vorbereiten zu lassen auf diese Kenntnisprüfung. Und wenn Sie so eine tolle Kollegin haben wie ich, die Susanne, dann macht das noch umso mehr Spaß, da auch in dieser Kenntnis, in der Schulung zu sitzen und dann auch die Prüfung umsetzen zu können. Wie ist bei uns so die Durchfallquote? Beim ersten Mal, vielleicht von den 20, 2 oder 3, je nach Kurs, dass jemand komplett beim zweiten Mal auch durchfällt, ist in den, ich mache das seit 2017, vielleicht 5-mal passiert. Also von 2017 bis heute, und du fängst ja auch 3-mal im Jahr mindestens an mit einem Lehrgang, mindestens 3-mal. Also ist die Durchfallquote relativ gering, ja, muss man und ja schon so sagen. Die meisten, das muss man tatsächlich auch sagen, scheitern an der Sprache. Sprache. Sie sind alle fachlich so super ausgebildet. Und das werden Sie auch merken, wenn Sie den Anstellungsvertrag, den Sie bekommen hier in Deutschland, ist erstmal als Pflegeassistent oder Pflegehelfer, Helferin. Und Ihre Kollegen werden sehr bald merken, dass Sie sehr viele Qualifikationen haben. Und durch den Stempel kriegen Sie dann auch die Möglichkeit, Ihre Fachlichkeit nochmal auszuleben. Im deutschen Gesundheitssystem. Und wenn Sie dann auch fertig sind, können Sie loslegen mit Arbeiten, denn bei uns ist Pflege ein Mangelberuf. Wir sind dringend angewiesen auf Fachkräfte und dann können Sie auch schon durchstarten und als Pflegefachkraft arbeiten. Genau, und ich würde gerne noch 2 Besonderheiten nennen, wenn das okay ist. Bestimmt, die Zuschauer bleiben ja dran, klicken uns nicht weg, weil es ist spannend bis zum Ende. Genau, es gibt nämlich auch die Eignungsprüfung, das ist für Menschen aus dem europäischen Ausland. Den würde ich allerdings raten, keine Verzichtserklärung zu unterschreiben, sondern wirklich ihre Ausbildung vergleichen zu lassen, weil es da die Möglichkeit gibt, sofort anerkannt zu werden, dann müssen Sie nur ein B2 haben. Das ist das eine. Und für Menschen, die vielleicht schon lange in Deutschland leben und jetzt doch noch ihre Anerkennung machen wollen und nicht so genau wissen, wie machen wir das, es gibt unterschiedliche Beratungs- und Unterstützungsangebote in Deutschland. Das für mich Beste ist das IQ-Netzwerk, internationale Qualifizierung, ist deutschlandweit verteilt, hat dort Büros und da können Sie sich auch beraten lassen, was finanzielle Unterstützung angeht. Der Kurs wird von der Agentur für Arbeit unterstützt. Sie selber haben keine Kosten. Das muss mit dem Arbeitgeber besprochen werden, aber das machen wir, wenn Sie hier sind. Ja, vielen Dank, liebe Susanne, für das Gespräch. Danke, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast, gerne, bei YouTube auch präsent zu sein. Vielleicht finden wir nochmal wieder die Möglichkeit, ein weiteres Thema zusammen zu gestalten. Falls Sie Fragen haben noch zu den jeweiligen Lehrgängen, Anpassung, Kenntnis und was war das andere? Eignungsprüfung. Dann schreibt doch unten in den Kommentaren eine Fragestellung und ich werde darauf reagieren. Sollte ich keine Ahnung haben zu Ihrer Fragestellung, frage ich meine Kollegin, die sitzt ein Büro weiter. Und dann könnte ich das dann auch qualifiziert beantworten. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Falls das der Fall ist, Sie kennen das ja, Daumen hoch, Kanal abonnieren wäre super. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe.